Hol jetzt einmal die YouTuber noch mal rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Seit Dienstag gibt es kein neues Video, weil wir stecken seit Dienstag in einem Eröffnungstrade fest. Und zwar haben wir dort den Hedge, den Trade gehedged. Warum? Weil ich dort auf dieses OMR-Festival gegangen bin und den Trade nicht unbeaufsichtigt laufen lassen habe. Ich habe ihn gestoppt und wir sind immer noch da in dem Trade. Wir haben es noch nicht geschafft. Auch deswegen hier nochmal das Video. Vielleicht kriegen wir es nachher hin, kurz nach 9, wenn die Märkte eröffnen. Wir machen trotzdem ja ganz normal weiter und wir haben hier die 15.9 dichter dran. Das heißt, diese Big Number werde ich platzieren als erstes und melde mich dann gleich nochmal. So, 32 Sekunden noch bis zum Start. Und 9 Uhr. Und wir sehen unterhalb des Daily Pivots bei 15.827. Hier ist eine Wohlerbox und da drüben beide würden wir nutzen für ein Hedge-Auflösungstrade, um den Trade nach Hause zu bringen. Schauen wir mal, in welche Richtung der Markt sich entscheidet. Also wer Herzrhythmusstörungen hat, steigt natürlich jetzt aus, bitte. 0,02. Gleich angeteasert und den werden wir dann auch rausnehmen mit 0,01. Wenn er nicht will, nicht drängeln, nicht drängeln. Also 60 und raus, meine Damen und Herren. Und ganz unten hier sitzt die Volabox. Wenn wir da reinlaufen, wird der Trade aufgelöst, meine Damen und Herren. Und das sieht danach aus. Am Daily Pivot, so 0,014, wir sehen die blaue Linie, das ist unser Take Profit, 37, kennen das Spiel, wenn der Markt nicht drehen möchte. Es wird jetzt oben multipliziert bei 63, 48 um die 50er Marke liegt die nächste Order. Daily Pivot ist genau in der Mitte. Schauen wir, ob jetzt hier bei 65 Käufer reinkommen. Der Impuls.
65, 66 gehandelt. So, jetzt stehen wir kurz vorm Landeanflug. Achtundsechzig, neunundsechzig. So, 70 jetzt nach oben. Wir nehmen ein bisschen auf angepasst. Mit, wenn die Order geschlossen wird, dass wir ein, zwei Punkte mit, mehr mitnehmen, falls der Markt nach oben möchte. So, 9.30 Uhr, 9.30 Uhr, Schloss raus, jetzt ein bisschen pusten, 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 wir sehen, wir sind jetzt im Gewinn, noch ein bisschen mehr und raus, Hedge-Auflösung nach Plan. Wir haben aus einer Situation, Daily Pivot nicht perfekt, aber Regel steht davor. Ja, wir haben das Wochenende und noch mehr Zinsen. Und ich hoffe, ich konnte auch jetzt hier, das ist ja aufgezeichnet für unser Videotagebuch, der Trade wurde also gestoppt, ist in den Gewinn gebracht. Insofern zählt das für unser Videotagebuch als Gewinn. Und der nächste Trade wartet schon auf uns. Und zwar ein Big Number Trade. Ja, und auch alle, die jetzt das vielleicht nicht ganz verstanden haben mit MTX, du sagst doch 20 Punkte. Wir sehen die Signalkerze hier um 9.15 Uhr, die war unter dem Daily Pivot. Und das heißt, da brauchen wir den Abstand ja nicht mehr messen, sondern es geht dann in die andere Richtung. Und ja, ich hoffe auch hier jetzt mal so eine etwas andere Situation. Ihr seht, dass man, wenn man einen Plan hat, und sich dran hält, ja, und MTX sehen wir auch hier die Strategie mit 100% aktueller Trefferquote, 100%, ja, ist auch im zweiten Anlauf hier in den Gewinn gelaufen und das gibt mir immer wieder hier seit über anderthalb Jahren die Bestätigung, ja, dass auch wenn das Level nicht perfekt ist, die Strategie unfassbar gut ist. Ja, also MTX und wir sehen es hier, 15 Punkte brauchen wir nach oben, 20 ist der. Also, das nur nochmal der Hinweis und ich melde mich gleich nochmal. Wir machen im Live-Trading weiter und ich verabschiede mich bei den YouTubern für eine Special Week hier.